Versetzen wir uns in die Zeit um 1600. In der St. Galler Klosterbibliothek findet ein Mönch ein großes, seltsam gefaltetes Pergamentblatt. Es enthält in 15 Feldern die Lebensbeschreibung des heiligen Martin, geschrieben im 13. Jahrhundert. Das letzte Feld befindet sich auf der Rückseite. Weit wichtiger ist jedoch die Zeichnung. Am oberen Rand die Widmung in Form eines Briefes. Dir, liebster Sohn Gottsbert, habe ich diese knappe Aufzeichnung einer Anordnung der Klostergebäude geschickt. Gottsbert war 816 bis 837 Abt des Klosters St. Gallen. Der älteste Plan eines Klosters. 45 Gebäude. 5 Gärten. 334 Beischriften. Eine unerschöpfliche Quelle für das frühe Mittelalter. Auf 5 zusammengenähten Pergamentstücken. Entstanden auf der Klosterinsel Reichenau. Beschriftet vom Klosterbibliothekar Regenbert und einem Mitbruder. Kein Bauplan, nicht maßstäblich, sondern ein Konzept, was zu einem Reichskloster alles dazugehört. Von der Reichenau gelangt der Plan nach St. Gallen, wo unter Abt Gottsbert eine neue Klosterkirche entsteht. Aus der Zeit des Klosterplans haben nur wenige Gebäude überdauert. Fast ausschließlich Kirchen, oft an abgelegenen Stellen. Aus Irland kennen wir die Gestalt von Rundtürmen. Wir haben eine Vorstellung von Torhallen und Pfalzen. Doch wie die Ställe, Scheunen oder Werkstätten ausgesehen haben, bleibt uns verborgen. Stellen wir uns vor, das Kloster wäre tatsächlich nach der Vorlage des Klosterplans gebaut worden. So wie heute in Meßkirch über viele Jahre der Klosterplan nachgebaut wird. Setzen wir Glaskuben für jene Gebäude, deren Gestalt wir nicht kennen. Links die Ökonomiegebäude, rechts die vornehmen Häuser für den Abt und die hohen Gäste und in der Mitte die Kirche mit den Rundtürmen. Und erfinden wir aus Elementen der St. Galler Überlieferung eine eigene Geschichte, damit der Plan zu einer Bühne klösterlichen Lebens wird. Der kleine Uto ahnt noch nicht, was seine Eltern mit ihm vorhaben. Das adlige Paar hatte an einem Karsamstag gegen das Gebot der Enthaltsamkeit verstoßen und sich der Lust hingegeben. Voll Reue gelobten die Eltern, das gezeugte Kind dem heiligen Gallus zu weihen. Uto ist inzwischen 6 Jahre alt. Heute wollen seine Eltern am Grab des Heiligen ihr Gelübde einlösen. Der Abt führt Uto zum Schulmeister. Die Eltern verabschieden sich und Uto verbleibt von nun an
als Oblate an der Klosterschule. Nach 3 Tagen führt der Schulmeister Uto durch das Kloster. Zum Gemüsegarten, in den Gänsestall, von hier stammen die Schreibfedern, weiter zum Geflügelwärter und Hühnerstall, durch die Scheune. Hier werden Schilde, Schwerter und Sättel hergestellt. Daneben der Schuster, Gerber und Drechsler. Eine Mühle für das Brot der Mägde, Knechte, Pilger, Mönche. Daneben die Bäckerei der Mönche. Hier wird das Brot für 120 Mönche sowie 150 Knechte und Mägde gebacken. Viel Getreide kommt im Hafen von Steinach am nahen Bodensee an. Von dort ziehen Ochsen die Karren zum Kloster. Uto will den Stall der Zugtiere mit den Ochsen und Pferden sehen. Auch den Kuhstall, die Stuten und Fohlen. Wichtig sind die Ziegen und Schafe. Für das Pergament der Bücher, Urkunden und Fenster werden jährlich gegen 400 Tiere geschlachtet. Ein großer Tag. Der König kommt zu Besuch. Uto ist jetzt 11 Jahre alt und darf zum Empfang bei den Laudes Regiae mitsingen. Der Abt führt den König in das Haus für hohe Gäste. Die Panzerreiter schlafen bei den Dienstmannen des Klosters, das Fußvolk in Zelten. Der König prüft die Schüler und lässt Uto die Tischlesung vortragen. Regel des heiligen Benedikt, Kapitel 39, vom Maß der Speisen. Frisch ausgerüstet zieht der König weiter, um in Rom die Kaiserkrone zu erlangen. Mit 16 Jahren beginnt für Uto das Noviziat. Während 3er Jahre bereitet er sich auf das Mönchsleben vor. Nun steht der wichtigste Tag in seinem Leben bevor. Uto will Mönch werden. Im Kreuzgang versammelt der Abt seine Mönche. Uto wird zu ihnen geführt und vernimmt, dass er in die Gemeinschaft aufgenommen ist. Der Konvent zieht in die Kirche ein. Uto wirft sich in ganzer Länge vor dem Hochaltar nieder und verspricht Gehorsam gegenüber dem Abt, Stabilitas Loci, die Beständigkeit, und die Conversio Morum, den klösterlichen Lebenswandel. Sein Gelübde trägt er ins Professbuch ein. Von nun an leistet er bis zu seinem Lebensende täglich die 7-Stunden-Gebete. Er verbringt sein Leben umschlossen von der Klausur mit ihrem anmutigen Kreuzgang. Das Kloster verlässt er nur auf Geheiß des Abtes. Mit seinen Brüdern schläft er im Dormitorium. 3 Stunden nach Mitternacht singt er die Psalmen in den langen Vigilien, im Winter bei eisiger Kälte. Erst im Morgengrauen darf er sich im Kalefaktorium kurz aufwärmen. Uto ist ein begabter Schreiber. Nachdem er sich in den Mönchsalltag eingelebt hat, beruft ihn sein Abt zum Dienst im Skriptorium. Zwischen den Stundengebeten schreibt er Urkunden ins Reine oder eine Buchseite nach der anderen, Tag für Tag. In 3 Jahrzehnten wird er 218 Urkunden schreiben und 18 Bücher vollenden. Doch dann lässt Utos Sehkraft nach. Er wird krank und kommt ins Klosterspital. Der Arzt versorgt ihn mit Heilkräutern, die er im eigenen Garten heranzieht. Uto fühlt sein Ende nahen. Seelischen Trost sucht er auf dem Lager in der Spitalkirche.
Utos Zustand hat sich nicht mehr gebessert. Er stirbt 53-jährig und wird auf den Friedhof getragen. Sein Name wird in den Liber Vitae eingetragen. Jahr für Jahr werden alle verbrüderten Klöster Uto im Gebet gedenken. Da liegt der tiefere Sinn des Klosters. Es dient nicht nur der Bewältigung des irdischen Lebens, der Abt will seine Mönche zum ewigen Leben führen. Die Lebensgeschichte von Uto ist aus überlieferten Elementen frei erfunden. Auch die Anordnung der Gebäude auf dem Klosterplan ist so nicht umgesetzt worden. Aber die exemplarische Lebensgeschichte von Uto zeigt, wie klug und lebensnah der Plan alles Nötige eines Klosters zusammenfügt.